Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Top Gun. Als der Film rauskam, war ich 12 Jahre alt, 1986. Und ich habe den zum ersten Mal mit meinem Dad zusammen im Kino gesehen. Und danach hatten wir ihn auf VHS. Und ja, der Film war einfach legendär. Das ist er heute noch. Die ganze Geschichte mit Maverick, Goose, Iceman. Und ja. Tom Cruise, ganz jung noch. Und auch der Soundtrack Kenny Loggins natürlich absolut legendär. Ich glaube, ich habe den sogar noch irgendwo auf Audiokassette rumliegen. Danger Zone. Ja. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ja, jetzt gibt es ja den neuen Top Gun Maverick-Film. Und deswegen gibt es jetzt bei Microsoft Flight Simulator auch ein, nennen wir es mal DLC, nämlich die Maverick Activities. Die sind unterteilt in verschiedene Challenges, also Herausforderungen und einem Trainingsprogramm. Schauen wir mal beim Trainingsprogramm rein, das habe ich schon mal teilweise ausprobiert. Das besteht aus einer High-Performance-Take-Off-Geschichte, also so schnell wie möglich starten, dann einer Ridge-Crossing und einem Split-S-Manöver. Ja, um sich mit dieser F-18, die es gratis gibt, vertraut zu machen. Dann gibt es 5 verschiedene Tiefflug-Herausforderungen. Einmal Rift Lake, Washington, Ridge Mountains, West Virginia, Sidewinder in Kalifornien, Janet Glacier in Alaska und dann noch Toyabe Canyon in Nevada. Noch interessanter allerdings sind die Advanced Challenges. Da gibt es 2 Stück, also die erweiterten quasi oder herausfordernden Herausforderungen. LOL, doppelt gemoppelt, egal. Das ist einmal eine Flugzeugträgerlandung mit der F-18, Entschuldigung, und mit dem experimentellen Flieger Dark Star quasi eine Stratosphärenflug. Und das Ganze, wie gesagt, kostenlos, kann jeder, der den Microsoft Flight Simulator hat, runterladen. Schauen wir doch gleich mal hier rein. Mich reizt das jetzt. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, ob ich von der Note C vielleicht ein bisschen runterkomme. Schauen wir doch mal. Okay, also wir sollen jetzt erstmal Line-up machen, also quasi raus auf die Startbahn, am Startpunkt dann anhalten. Schauen wir mal. Sind wir mal ganz, ganz vorsichtig. Beim ersten Mal, als ich diese Startübung quasi gemacht habe, habe ich die Mittellinie nicht halten können. Gut, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich spiele das einfach nur aus Fun. Gründen. Also ich spiele es auch nur mit einem Microsoft Xbox Controller. Da werden jetzt viele Cracks und Microsoft Flight Simulator Fans die Stirn runzeln, aber für mich ist das einfach nur Spaß. Ich weiß, es gibt Leute, die im Microsoft Flight Simulator ganze virtuelle Fluglinien betreiben mit Piloten und was weiß ich, Co-Piloten etc. und dann wirklich in Realtime von Frankfurt nach Bangkok fliegen. Hut ab, aber das ist nicht mein Ding. So, ja, die Mittellinie scheine ich einigermaßen gehalten zu haben. Gehen wir mal hoch. Fahrwerk rein, Klappen auf Automatik. Jetzt müssen wir irgendwie 10 Grad versuchen. Und über 300 auf 45 Grad. Das wird ja Gott sei Dank im HUD angezeigt. Aber es ist nicht so einfach, das zu halten. Also, ich hätte jetzt auch noch einen Joystick irgendwo hinten im Schrank, aber den hole ich jetzt noch nicht raus. Wie gesagt, Spaß. Für mich sah das einigermaßen gut aus. Ja, 5265 Punkte immer noch C, also schlecht. Wir können mal gucken. Line-up perfekt, 500 von 500 Punkten. Take-off nur 1499 von 5500 möglichen und der Steigflug 3266 von 4000. Naja. Ja, Little Dark Star. Report them in sight.
Ja, wie wir gesehen haben, besteht bei meinen Startfertigkeiten noch Verbesserungsbedarf, aber das werde ich im Laufe der Zeit mit Sicherheit noch etwas besser hinkriegen. Was wir hier sehen, ist der experimentelle Flieger, mit dem man auch die Advanced Challenge Stratosphärenflug absolviert. Und also in dem Ganzen, ich nenne es jetzt mal Top Gun Paket oder Top Gun Maverick Paket besser gesagt, gibt es zwei Flugzeuge, einmal die F-18, haben wir ja gesehen, in vier verschiedenen Lackierungen und Skins. Dann diesen experimentellen Flieger. Und ich würde sagen, ja, also ne, dafür, dass es gratis ist, finde ich es okay. Was ich schade finde, ist, dass wir die F-14 Tomcat aus dem ersten Spiel, aus dem ersten Film, Entschuldigung, nicht mit dabei haben. Das würde das Ganze noch ein bisschen abrunden und den Bogen zum ersten Film schließen. Ich habe mal geschaut, man kann die F-14 Tomcat kaufen im Microsoft Flight Simulator Store und hier ist sie. Ganze kostet allerdings 34,99 und das, ja, also ich glaube, ich habe für den kompletten Flight Simulator 70 € gezahlt und dann die Hälfte davon nochmal für einen einzelnen Flieger zu zahlen, das ist mir persönlich noch ein bisschen zu heftig. Aber wie gesagt, für Umme ist das, was der Flight Simulator jetzt in puncto Top Gun Maverick zu bieten hat, okay. Und es macht Spaß. Also die F-18 macht extrem viel Spaß. Es gibt allerdings die Tage auch ein zweites Game, was sich sozusagen mit Top Gun Maverick zusammengetan hat. Auch hier gibt es ein DLC, nämlich für Ace Combat 7. Und neben der F-18 und der Dark Star bekommen wir die F-14, einen ja, Fifth Generation Fighter auch noch obendrauf, den wir hier sehen. Und das Ganze ist natürlich wesentlich arcade-lastiger als der Microsoft Flight Simulator, aber wem das nichts ausmacht und wer 1999 für das DLC übrig hat, der kann sich das ja gönnen. Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal nostalgiehalber in die F-14A und mit den Bildern dieser F-14 lasse ich euch alleine und lasst uns einfach ein bisschen in der Erinnerung an Top Gun schwelgen. Und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40.